So, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Single LS17. Ich habe ein Gewicht gefunden. So, wir wollen jetzt hier mal schnell das kurze abladen hier. Erstmal hier die Gurte öffnen. Ich habe ein Heckgewicht gefunden. Und das ist ideal eigentlich für meinen Zweck. So. Jetzt haben wir die alle mal gelöst. Hier, wie ihr sehen könnt, das ist eins von Saphir. Saphir heißt, glaube ich. Das ist eigentlich, glaube ich, ein Frontgewicht, nee, ist ein Heckgewicht. Das ist irgendwie ein Heckgewicht. Funktioniert tadellos. Ich muss jetzt schwindeln, wie viel Tonnen. Müssen wir mal kurz gucken. In der Garage. Ich habe sie gekauft. 1,250 Tonnen. Einwandfrei. So, jetzt hängen wir hier den Hänger ab. Stellen um auf die Zange. Ich habe jetzt den einen Acker habe ich schon geräumt. Funktioniert einwandfrei. Er hebt zwar hinten ein bisschen an, aber er hängt nicht in der Luft. So, es ist genau passend dafür. Ich glaube, es gibt noch ein größeres. Wollte ich aber nicht haben. Also wie gesagt, das funktioniert einwandfrei. Also wer sich das auch mal so ein bisschen ausklügeln möchte hier. Natürlich die Ballen ein bisschen weit vorne, nicht bis hinten ranfährt. Ist ja klar, dass die Hebelwirkung weiter vorne ist. Aber ich bin damit zufrieden. Also ich kann auf jeden Fall mein Stroh einholen. Ich habe jetzt glaube ich noch einen Acker oder zwei, ich weiß es nicht genau. Aber wie ihr seht, es funktioniert auf jeden Fall. Es gibt eine Möglichkeit dafür. Also für meine Zwecke hier auf jeden Fall ist das schon richtig geil gemacht. Also das ist schon ein ganz anderes Fahren und Laden hier. Klar, man könnte sich jetzt einen Frontladertrecker kaufen, der einen Frontkraftheber hat. Man könnte natürlich dann mal separat das Gewicht mitnehmen und da am Abhängen umhängen, aber so zeitaufwendig. Das funktioniert ja einwandfrei, ja. Also wie ihr sehen könnt, funktioniert das. So. Ja, ihr seht, das funktioniert. Ich habe eine Lösung gefunden. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Zack, angehängt und los geht's. Hier so kommen wir nicht raus. Wer unbedingt dieses Gewicht sucht, der kann es in den Kommentaren schreiben. Dann muss ich es nochmal aussuchen. Ich werde schon irgendwo da finden. Ansonsten sehen wir uns bei meinen nächsten Videos. Macht's gut!